So, was hat es mit diesem Parameter s hier auf sich? S soll uns sagen, wie stark relativ die Stückkosten sinken, wenn wir die Produktionsmenge ausweiten oder genau genommen verdoppeln. Verdopplung bedeutet ja, wir hatten vorher eine Stückzahl von n und jetzt haben wir 2n. Okay, das heißt, die Stückkosten jetzt sind k von 2n und die Stückkosten vorher waren k von n. Okay, da und weil wir wissen, dass die Stückkosten immer kleiner werden, je mehr wir produzieren, muss hier ein Ausdruck kleiner 1 rauskommen. Zum Beispiel könnte da sowas wie 0,8 rauskommen, also 80%. Und das sagt uns eben, dass die Stückkosten, wenn wir hier die Menge verdoppeln, nur noch 80% sind wie vorher. 80% von den Stückkosten werden wir nur n produzieren. Okay? Aber s soll uns was anderes aussagen. S soll uns aussagen, um wie viel die Stückkosten denn relativ gesunken sind, nämlich 20%. Ne? Im Vergleich zu vorher sind die Stückkosten um 20% gesunken. Deswegen steht hier vorne 1 minus s, ne? Damit da eben steht 1 minus 0,2 ist gleich 0,8. Falls Sie sich gefragt haben, wo dieses 1 minus s herkommt.